das mit den zwei Medienüberlebenden? Oder? Hier, wie heißt der? Maurice Geider und Nadine. Nee, Quatsch. Julia Krüger. Genau, die beiden quatschen alle zwei Wochen donnerstags mit Medieninsidern über Medien halt. Ganz gut eigentlich. Es ist Donnerstag. In diesem herzlich Sinne. Herzlich willkommen. Willkommen in unserer kleinen Runde. Hallo Maurice, wie geht's? Mir geht's super, auch wie du es so fragst. So, hallo Maurice, wie geht's? Ja, schnell mal durch, weiter ab zum Thema. Wie geht's dir denn überhaupt? Die Frage ist ganz ernst gemeint. Mir geht's super, das Wetter ist toll, die Sonne scheint, die Büsche fangen an zu blühen. Der Frühling kommt. Dieses Gefühl von Winter zum Frühling. Ist mega. Finde ich so geil. Wenn du zum ersten Mal draußen bist und es ist warm abends, du frierst nicht mehr und du riechst alles. Ich habe die Balkonpolster rausgeholt aus dem Keller. Gestern, feierlich. Das war ein richtig schönes Gefühl. Es sind 15 Grad in Berlin, die Sonne scheint, es ist einfach, es ist toll. Es ist ein anderes Lebensgefühl. Oh, herrlich. Es ist ein tolles Gefühl. Weißt du, ich vergleiche das auch immer, und jetzt kommt eine ganz schmierige Überleitung, ich vergleiche das immer wie so ein toller Kinoabend. Da gehst du ja noch rein, wenn es vielleicht noch hell ist, und dann kommst du abends raus, hast einen tollen Film gesehen und es riecht, es ist irgendwie, das ist toll. Aber heute ist hier ganz, ganz großes Kino in kleiner Runde. Aber ich würde mal sagen, großes Kino, aber auch ein bisschen gedrückte Stimmung. Aber das erklären wir euch gleich, oder? Wir haben heute die große, große Ehre, jemanden hier begrüßen zu dürfen, der gerade wirklich just in diesem Moment zurück ist aus Los Angeles, weil er am Sonntag bei den Oscars war, nämlich Schauspieler Christian Friedl. Einer der zwei Hauptrollen aus The Zone of Interest. The Zone of Interest hat zwei Oscars abgeräumt, einmal für bester internationaler Film, und das ist natürlich immer ein Preis letztendlich für das gesamte Ensemble, halt auch für diejenigen, die die Hauptrollen tragen. Dementsprechend, wenn auch nicht in persona, ist Christian doch ein Oscar-Preisträger für uns. Ich werde mal ganz kurz so ein bisschen den Inhalt des Films anreißen, damit auch ihr wisst, worum es geht, auch inhaltlich. Ihr habt vielleicht schon mal den Titel gehört, wisst aber vielleicht nicht so ganz, worum es geht. Also es geht um die Familie von Rudolf Höss. Das war damals der Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Und er lebt mit seiner Frau Hedwig und seinen Kindern direkt neben dem KZ. Also der Garten der Familie grenzt an die KZ-Mauer. Und es wird sozusagen die heile Welt dieser Familie gezeigt. Also die Kinder spielen im Pool, die Mutter Hedwig macht den Garten schön, die Blumen, die blühen. Aber im Hintergrund sieht man die großen Schornsteine, aus dem dicker Rauch rauskommt, ja, dicke Rauchwolken. Und dort findet eben das Massensterben der Juden statt. Doch darüber wird nicht gesprochen, es wird auch nicht gezeigt. Also man schaut nicht sozusagen in das KZ rein, sondern man sieht der ganze Film ist aus der Perspektive der Täter erzählt sozusagen, ja, und man sieht, welche Scheinwelt diese Familien sich aufgebaut haben, um das Schreckliche, das Unvorstellbare, was ja da vor ihren Augen passiert, wie sie das eben verdrängen. Es findet bei denen überhaupt nicht statt, obwohl es direkt nebenan ist. Der Film hat schon eine sehr beklemmende Stimmung, die man als Zuschauende einfach auch wirklich ertragen muss, das kann man nicht anders sagen, und der Ton. Ja, dafür wurde ja der Film letztendlich auch mit dem Oscar ausgezeichnet. Der spielt in dem Film eine ganz tragende Rolle. Denn darüber wird diese Tragödie auch transportiert. Auch wenn man nicht in dieses KZ reinschauen kann, ne, hört man trotzdem die Geräusche. Man hört Angstschreie, man hört Schüsse, man hört Peitschenhiebe, Gebrüll. Ja, all diese Tonalität findet dort statt. Aber auf der anderen Seite sieht man halt diese heile Familie. Also es ist super absurd, aber ja, genau, weil es eine andere Erzählperspektive ist es als Meisterwerk gefeiert, und ich finde auch zu Recht. Und uns interessiert jetzt von Christian natürlich, warum hat er sich genau für diese Rolle entschieden? Wie ist er an die Rolle rangegangen und was war das Besondere auch an der Produktion? Und natürlich sprechen wir auch ganz intensiv über die Oscars, weil wir natürlich auch wissen wollen, wie läuft das da vor Ort eigentlich so ab? Hallo Christian, herzlich willkommen in unserer kleinen Runde. Was für eine Ehre. Hallo Julia, hallo Maurice. Hallo. Schön, dass ich da sein kann. Du bist gerade frisch aus L.A. gelandet, richtig? Ja, ich sehe auch noch nicht so frisch aus, wie ich gelandet bin.
Ja, genau. Finde ich gar nicht. Ich finde, du siehst relativ frisch aus. Ja. Das ist alles das schöne Licht. Ich habe tolles Licht hier jetzt sozusagen. Du, Licht ist alles. Licht ist alles. Das sage ich auch immer. Du bist frisch aus L.A. gelandet, weil du am vergangenen Wochenende bei den Oscars warst. Denn der Film The Zone of Interest, in dem du die Hauptrolle spielen durftest, wurde ausgezeichnet mit dem Oscar und nicht nur mit einem, sondern mit zwei Oscars. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank, danke, das ist Wahnsinn. Ja, was bedeutet das denn eigentlich für dich persönlich? Auch wenn am Ende es nicht der Preis für Hauptdarsteller war, sondern der gesamte Film ist ausgezeichnet worden. Was bedeutet das für jemanden, der dort die Hauptrolle spielt? Also ich glaube, wir haben schon beim Drehen gemerkt, dass es ein besonderes Projekt ist und dass es vor allen Dingen ein Gesamtwerk ist, ein Gesamtkunstwerk ist. Und deswegen finde ich eigentlich die Auszeichnung als Film vollkommen gerechtfertigt sozusagen. Also was wir da schauspielerisch machen, ist für Leute, die sich mit Schauspiel auskennen, sicherlich unüblich, aber jetzt nicht so die typischen Oscar-Rollen, wie man sich das so vorstellt. Und ich finde das wirklich ganz toll. Mir bedeutet es sehr viel. Ich hätte nie damit gerechnet. Man wünscht es sich manchmal so, dass man so eine Wertschätzung, so eine Aufmerksamkeit kriegt für so ein besonderes Projekt. Aber dass das so dann wirklich so ein Finale gibt, das habe ich jetzt nicht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hast du das schon, hast du es schon verdaut? Hast du es realisiert? Also es war ja nicht das erste Mal bei den Oscars, ne? Du warst ja vor einigen Jahren schon mal da. Es war jetzt dein zweites Mal, aber es ist ja wahrscheinlich trotzdem mega aufregend für dich als Schauspieler, oder? Ja, es ist total, also beim ersten Mal 2010, da war ich wirklich, da bin ich wie so ein Fremder einfach durchgeschoben worden, habe einfach nur geglotzt sozusagen, habe da irgendwie geguckt, wen ich so kenne und das war sehr aufregend. Da hat es ja leider nicht geklappt mit dem Oscar und dann sind wir danach auch nicht zu dem berühmten Governor's Ball gegangen, der eigentlich immer anschließend im gleichen Gebäude ist, wo man dann leckere kleine Snacks und wo dann die Oscar-Gravierungen gemacht werden, die ja noch nicht, wenn du den Oscar kriegst, da sind ja diese Gravierungen noch nicht drauf, sondern die werden im Nachhinein erst drauf gemacht. Und wir sind da gleich gefahren zur Viewing Party mit dem ganzen Team, was aber auch sehr schön war. Und in diesem Jahr da wiederzukommen, das war irgendwie crazy. Und ich hatte ja schon ein bisschen Vorlauf. Ich war schon bei den Golden Globes, bei den BAFTAs. Ich war schon beim Governors Awards, bei den ich habe gemerkt, es gibt unglaublich viele Preise und irgendwie jeder Bundesstaat in den USA vergibt selber auch nochmal einen Preis. Es ist irgendwie krass. Und aber bei den Oscars nochmal dahin zu kommen und jetzt irgendwie auch mit so einem Vorlauf und auch, wo du merkst, dass auch die Branche so ein bisschen uns wahrgenommen hat, auch uns Schauspielende, das war schon aufregend, ja. Also wer so ein bisschen The Zone of Interest oder auch dich verfolgt, ich meine, der hat schon mitgekriegt, dass sich da was ankündigt. Das fing an in Cannes im letzten Jahr, da war die Premiere, da gab es schon die ersten Preise. Das ging dann so weiter und dann hat man schon gesehen, dass du im Prinzip nur noch im Flugzeug gelebt hast. So im letzten, ich würde jetzt sagen, so im letzten Dreivierteljahr, das ging immer hin und her. Es war ein Filmfestival nach dem anderen. Die meisten davon auch in den USA. Da habe ich auch immer so zum ersten Mal kapiert, da gibt es aber noch sehr viele andere Filmfestivals als Sundance. Gut, Sundance kenne ich. Und dann hört es auch schon auf und dann kommen die Oscars und die Globes. Aber nee, da gibt es noch wirklich sehr, sehr viele andere. Da habe ich schon gemerkt, da ist was Großes am Köcheln, sodass irgendwie die Oscar-Nominierung, als die dann live passiert ist, ich habe die damals geschaut im Fernsehen, die Nominierungsvergabe bzw. Bekanntgabe, dachte ich mir schon, ja klar, muss ja, das waren doch jetzt alles Vorzeichen oder habe ich das alles falsch gedeutet, das geht gar nicht so Hand in Hand ineinander über und ist gar nicht so selbstverständlich? Doch, du hast es richtig gedeutet und ich möchte alle, die noch ein wenig träumen wollen, müssen jetzt weghören. Aber es ist man hat richtig Kampagnen für die Filme oder auch für die Einzelleistungen. Die jeweiligen Filmteams haben da mit einem unglaublichen Presseteam arbeiten die an den Kampagnen und diese Reise beginnt in Telluride in Colorado bei einem wirklich sehr, sehr schönen Casual Festival und man sagt, alle Filme, die dort laufen, sind eigentlich nachher auch
potenzielle Oscar-Kandidaten. Und dort fängt man an zu arbeiten, sich selbst, also den Film, sich selbst zu präsentieren. Und die Amis mögen das sehr, dass man dort persönlich vorstellt, mit ihnen spricht, Q&As macht, Präsenz zeigt, in dem Filmland sozusagen. Und dadurch tingelt man sozusagen von einer Stadt, einem Bundesstaat zum nächsten und hat eine unglaublich große Anzahl an Interviews. Ich meine, was ich auch an Fotoshootings hatte, das hatte ich so vorher noch nie. Und das ist alles ein Teil dieser Riesenkampagne der Sichtbarkeit, auch die Geschichten zu erzählen zu dem Film, eben wirklich möglichst transparent zu machen, wie der Film entstanden ist, den Film ins Gespräch zu bringen. Und das ist ganz, ganz wichtig, um dann nachher bei den Vielzahl der Wähler und Wählerinnen der Academy so sichtbar zu sein, dass die dann auch den Film möglichst wählen oder nominieren. Und dann geht es nach der Nominierung dann speziell nochmal auf die Gewerke, die dann nominiert sind und die Leute, die nominiert sind sozusagen. Da war ich dann mehr oder weniger out of the game, weil ich jetzt nicht keine Nominierung als Darsteller bekommen habe. Und da haben dann die Filmteams oder die Crews, Sounddesign, Jonathan als Drehbuchautor, als Regisseur und für den Film die Produzenten, die haben dann nochmal intensiv in der Wahlperiode, es geht dann, glaube ich, eine Woche, nochmal ihre Präsenz gezeigt. Und dann, ja, und dann fährt man dahin, zieht sich schick an und dann hofft man, dass man so eine tolle, schwere Statue mitnimmt. Ist die so schwer, ja? Die ist so richtig sehr schwer, ja. Und man hat auch Angst, die irgendwie, weil man so aufgeregt ist und man hat schwitzige Hände, dass man die dann, dass sie so durch den Finger gleitet. So. Ja. Deswegen habe ich die ganz dolle festgehalten, als ich sie mal in der Hand halten durfte. Ja. Aber es gibt nur eine. Oder kriegt ihr alle vom Team einen Oscar? Wahrscheinlich das nicht wäre großartig, aber es gibt, also für den besten ausländischen Film gab es eine für Jonathan. Und für den besten Sound haben die beiden Nominierten jeweils eine Statue bekommen. Okay, ja. Und sag mal, Christian, wie ist das da, wenn du da auch über einen roten Teppich läufst? Du bist ja mit den Kollegen, das muss man ja gar nicht unter den Tisch spielen oder wie man das sagt, du bist ja mit den Kollegen allen auf Augenhöhe, ne? Aber trotzdem kommt man ja da vielleicht hin nach Hollywood und sieht so den ein oder anderen Schauspieler oder Schauspielerin, die man einfach schon seit immer vergöttert. Hattest du da irgendwie so einen bestimmten Fan-Moment? Ich hatte sehr viele Fan-Momente in dieser ganzen Promotion-Tour. Ich glaube, mein absolutes Highlight war, in London nach der Filmpremiere Tom York zu treffen und ihm über den Film zu sprechen und auch über die Arbeit mit Jonathan, weil er hat ja schon zwei Musikvideos für Radiohead gemacht in den 90ern. Und das war für mich eigentlich das absolute Highlight. Und dann natürlich diese großen Stars kennenzulernen, auf irgendwelchen Partys auch schon mal guten Tag zu sagen. Ich weiß auch, der unwirklichste Moment war, als ich Sandra, mit der ich ja auch befreundet bin, irgendwie suchte und plötzlich sehe ich sie und da sitzt sie neben Harrison Ford. Und dann wurde er mir auch vorgestellt und habe ich ihm die Hand gegeben und er war sehr nett, aber ich glaube, er war auch froh, die Party wieder zu verlassen. ja, aber es war oder der hat schon jetzt ein paar mehr dieser Partys gehabt, Harrison Ford. Genau, ich glaube, ja, das ist und auch mehr Leute, die irgendwie guten Tag sagten, wo er sich fragte, who the fuck are you? Aber toll war, nach den Oscars hat Jonathan dann mit Steven Spielberg ganz lange gesprochen und ich erinnere mich, als ich in Magdeburg im Oli-Kino, Maurice, du kennst es vielleicht noch, schon so als Kind E.T. gesehen habe und jetzt stehe ich neben diesem Menschen, der E.T. gemacht hat und so. Das ist irgendwie alles unreal. Und so guckt man natürlich, ich selber, man merkt natürlich schon, man wird dort auf Händen getragen, aber man so richtig dazugehören tut man natürlich nicht. Also das sieht man schon, wenn man auf diesen roten Teppich kommt und zum Beispiel bei der Vanity Fair Party, die danach war, wo ja alle großen Stars sich ablichten lassen. Und dann siehst du schon bei den Fotografen und Fotografinnen, wo das Interesse am meisten ist und das Blitzlichtgewitter am größten ist. Und da merkst du schon, ja, der Typ da aus Zone of Interest,
ganz cool, aber da merkst du schon die Realität des Ganzen. Aber es ist wirklich toll, da zu sein und diese Menschen von Namen zu sehen und auch zu merken, die sind erstmal fast alle absolut nett, zugewandt und schätzen auch die Arbeit, die man gemacht hat. Ich weiß, Cillian Murphy sagte zu mir, das ist der Film des Jahres für ihn. So, oder auch Emma Stone sagte das zu mir. Und das ist natürlich, geht natürlich runter wie Öl. Und du merkst auch, dass meinen sie auch wirklich so. Und Emma Stone saß neben Yorgos Lanthimos, als sie mir das sagte. Und ich glaube, Yorgos Lanthimos war auch der Meinung, dass das ein ganz besonderer Film ist. Das heißt ja nicht, dass irgendwie der eine Konkurrenz zu anderem steht, sondern sie sehen das, was man gemacht hat, als Arbeit und wertschätzen das. Und das ist ganz, ganz toll. Also es ist etwas sehr Zugängliches, Freundliches, Einladendes. Und ob man da dann irgendwann mal was macht oder dazugehört oder keine Ahnung, das wird sich dann mit der Zeit zeigen. So, aber man durfte jetzt mal kurze Zeit dabei sein, hinter die Kulissen gucken und da bin ich total dankbar für. Da werden sich bestimmt einige Türen noch öffnen, da bin ich mir ganz sicher. Lass uns mal so ein bisschen über deine Rolle sprechen. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Also du hast, wir hatten es auch im Intro schon erzählt, du hast die Rolle des Rudolf Höss verkörpert. Das ist ja schon keine unbekannte Person, ne? Eine sehr krasse Figur auch, die zu verkörpern. Ist es dir schwer gefallen, dieser Rolle zuzusagen, als die Anfrage kam? Also ich bin ganz ehrlich, als die Anfrage kam für einen neuen Film von Jonathan Glazer, mir war nicht bewusst, wer dieser Regisseur ist oder was er alles gemacht hat. Und als ich das rausgefunden habe und merkte, der hat ikonische Musikvideos und Werbungen in den 90ern gemacht, mit denen ich groß geworden bin, da habe ich eigentlich nicht lange überlegen müssen. Da wollte ich auf jeden Fall dabei sein. Und es war ihm ja wichtig, dass er mir selber persönlich erzählte, worum es geht, was meine Rolle ist, weil ich musste ein Videoband drehen, wo ich mich einfach nur vorstelle und sage, warum ich Schauspieler geworden bin. Und dann hat er mich eingeladen nach London, um mir eben persönlich zu sagen, um was es geht, um wahrscheinlich um meine Reaktion auch irgendwie zu sehen. Und es hat sofort für mich Sinn gemacht, was er gesagt hat. Ich fand das spannend. Ich fand es überhaupt total toll, dass er an mich denkt für so eine Rolle. Und da habe ich eigentlich nicht lange nachgedacht. Also mir ist erst im Nachhinein eigentlich die Dimension und auch die Gefahr, sowas zu machen, dieser schmale Grat, auf dem man sich bewegt, das könnte ja auch schief gehen. Ja. So, und man liest ja jetzt auch, wir haben ja sehr, sehr positive Reviews, aber man liest auch ein bisschen kritische Sachen und auch Jonathans Rede jetzt bei den Oscars ist ja auch gerade, gibt es jetzt gerade eine große... Es gibt eine große Diskussion um das, was er auf der Bühne gesagt hat. Große Diskussion um was er dass er da gesagt hat und so. Und du merkst also der Film kommt jetzt auch gerade in einer Zeit raus, wo eben überall auf der Welt die Gemüter erhitzt sind und die politische Lage fast in so eine Schieflage geraten ist. Und das ist mir alles erst, diese Dimension des Ganzen ist mir später erst bewusst gewesen. Ich war erstmal Feuer und Flamme und wollte einfach dabei sein. Das kann ich auch total nachvollziehen. Man muss ja auch dazu sagen, du hast auch in einem Interview schon mal verraten, dass du in der Vergangenheit Rollen von Nazis eher abgelehnt hattest, ne? Weil die oftmals sehr klischeehaft waren, richtig? Ja, genau. Also ich hatte zuletzt jetzt auch noch mal nach Zone of Interest ein Angebot für einen Nazi, da, aber jetzt Rudolf Hess und nicht Höss. Und ich habe jetzt erstmal genug von dieser. Aber man muss sich vorstellen, oft sind diese Rollen sehr klischeesiert geschrieben. Und oftmals sind das so Klischee-Nazis, wo sich Leute so austoben. Und man hat dann auch schon so ein Bild, so müssen die gewesen sein. Natürlich, Rudolf Höss, den ich da spiele, ist auch ein, wenn ich das mal so deutlich sagen kann, ein sadistisches Arschloch gewesen. Auch jemand, der in einer schon sehr früh die Gewaltspirale sehr hochgezogen hat und der durchaus bewusst wusste, was er dort tut. Und gleichzeitig
war hier aber die Aufgabe nicht, ihn als Täter zu zeigen, sondern eben eine ganz andere Wahrheit zu zeigen und eigentlich stellvertretend Rudolf Höss zu nehmen für eine Menge von Leuten, die mit dem System mitgegangen sind, die dieses System genutzt haben, die daran auch geglaubt haben. Das ist deswegen eher die Interpretation, die wir dort finden, eine, die stellvertretend für Tausende von anderen Menschen in dieser Zeit ist und auch in der jetzigen Zeit eigentlich sein könnte. Ich finde das ganz interessant, weil im Film ist es Rudolf Höss, in der Romanvorlage ist es ja quasi noch ein anderer Name, der gewählt worden ist, um quasi nicht direkt auf Rudolf Höss hinzuweisen. Das heißt, im Film wurde ganz bewusst dann auch quasi der Originalcharakter gewählt, die Originalperson gewählt, um es dann authentischer zu machen, um es echter zu machen. Genau. Das fühlt sich ja auch verdammt echt an, wenn man, es fängt schon beim Trailer an und ich glaube, das ist auch das, was viele in den, wenn denn jetzt Kritiken kommen, das als Kritik sehen, dass es halt so ästhetisch ausschaut und dass es teilweise schön aussieht. Das muss man jetzt mal sagen, es sieht teilweise schön aus, der Garten, durch den Sandra Hüller dort geht, der ja auch, glaube ich, fast knapp ein Jahr vor Drehbeginn angelegt wurde, damit er zum Dreh dann auch schön aussieht. Ne? Das sind, glaube ich, die Kritikpunkte, die viele da bringen, dass es zu schön ist und dass es sich mit dem, was hinter der Mauer dort passiert ist im KZ Auschwitz, nicht so auseinandersetzt. Aber genau das ist ja das, was den Film so ausmacht. Naja, na klar, es ist mal eine andere Erzählweise. Das ist das, warum es ja auch letztendlich ein Meisterwerk geworden ist, ne? Warum es so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es einfach aus der Sicht der Täter erzählt wird. Und na klar, also als ich mich mit dem Film beschäftigt habe, habe ich mir so gedacht, na klar haben die auch ein normales Leben geführt mit ihren Kindern und die haben da im Garten gespielt und so. Na klar war das so, aber man hat diese Perspektive halt noch nie gesehen. Also ich jedenfalls nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal einen Film gab, der auf diese Art und Weise so erzählt wurde, oder? Und ich erinnere mich jetzt, also es gab glaube ich mal ein, ich habe ihn leider nicht gesehen, Son of Saul, ein Film vor ein paar Jahren, aber den habe ich leider nicht gesehen. Aber du hast vollkommen recht. Und man muss ja auch sagen, die Blumen hören nicht auf, bunt zu sein und die Farben hören nicht auf, stark zu sein, nur weil dort Unmenschliches passiert hinter der Mauer. Und es gibt ja Fotos, die natürlich so einen alten Filter haben, weil es damals Fotos aus der alten Zeit sind. Aber es war neu, diese Villa war neu, der Garten war neu angelegt, diese Pflanzen, die dort geblüht haben, die hatten was die Natur eben so hervorbringt, eine wirklich große, schöne Farblichkeit. Und Jonathan und sein Team, die haben ja nicht mit künstlichem Licht oder Filtern gearbeitet, sondern sie haben ja wirklich mit dem normalen Licht, was da war, das Ganze gefilmt und mit sehr modernen, hochauflösenden Kameras, weswegen wir so eine krasse Ästhetisierung dort haben. Und das ist aber eben eine Form von Wahrheit, die ja da war, sozusagen. Und wir haben aber in unserem Geschichtsverständnis, und das ist eben das, was auch mit Nazi-Figuren passiert, in unserem Geschichtsverständnis oft so klischisierte, vergilbte Bilder. Und deswegen gehen wir oft in so ist. Meistens sind sie so schwarz-weiß. Oder schwarz-weiß. Und wir gehen in, oder wenn wir so Filme sehen, die mit diesen Klischees arbeiten oder auch, wo man sagt, wenn die dann in einem Büro gelbes Papier, die hatten damals kein gelbes Papier, die hatten weißes Papier. Das ist ja nicht in die Jahre gekommen oder die Mauern sind in die Jahre gekommen. Das, was wir denken, okay, das ist Historie. Und das ist ja wie so ein bisschen so was Märchenhaftes, wo wir uns zurücklehnen können und sagen können, okay, das war damals, das hat mit uns nichts zu tun. Und Jonathan war es wichtig, dass eben diese Brücke zum Heute, dass es ein sehr moderner Film ist, so, und dass es eigentlich ein Film über uns heute ist. Und das ist der Grund, warum er auch diese Ästhetik gewählt hat. Ich vergleiche das immer, ich nenne das immer Indiana Jones Nazis, die dann dieses Klischeebild haben, die typische Uniform tragen, in einem hölzernen Raum sitzen mit, wie du es gerade gesagt hast, gelbem Papier und einem schummrigen Licht und so. Das ist aber nicht unbedingt immer so gewesen. Und ich glaube, alle böse sind. Ja, und genau, die offensichtlich böse sind, ne? Und sich auch so verhalten, sodass du natürlich als Zuschauerin oder Zuschauer ganz klar sagst, das sind die Bösen, das sind die Guten. Das ist wie in einem James-Bond-Film oder in einem Indiana-Jones-Film, da ist es ganz klar aufgeteilt. Und da bricht natürlich The Zone of Interest auch mit dieser Welt. Aber
Muss man selber sehen, vielleicht ändert es dann noch. Man muss nicht immer alles hören, was die Kritiker sagen. Man kann auch selber hingehen. Nee. Ja. Ich finde es immer interessant sozusagen. Also ich finde jetzt auch diese Diskussion nach seiner Rede interessant. Ich finde es interessant, ich finde es toll, wenn so ein Dialog entsteht. Das ist ja das, was in unserer Gesellschaft, finde ich, total fehlt, der Dialog. Also könnt die Kommunikation. Könnt ihr noch mal kurz uns alle abholen, die die Rede nicht gehört haben? Was ist denn da gerade in der Diskussion? Was hat er denn gesagt auf der Bühne? Er hat eigentlich gesagt, dass er selber als Jude das Gefühl hat, dass der Holocaust und das Jüdischsein oftmals als Rechtfertigung für Gewalttaten hervorgeführt werden, sozusagen. Und hat aber gesagt, dass eben diese Gewalttaten sowohl in Israel am 7. Oktober als auch jetzt Gewalttaten jetzt im Gazastreifen sozusagen, dass es alles eigentlich eine Entmenschlichung ist und wie wir da Widerstand leisten können, dass es endlich Frieden gibt, sozusagen. Eigentlich ich fand es eine kluge Rede sozusagen, aber man merkt bei den Reaktionen, wie krass es aufgeheizt ist und wie filigran es ist, etwas zu sagen und wie jetzt plötzlich viele aus Israel sagen, das ist selber israelfeindlich und judenfeindlich. Und es geht aber eher, glaube ich, der Ansatz von Jonathan, so habe ich ihn auch kennengelernt, ist er eher ein friedlicher, eigentlich etwas Gewalt. Er verabscheut Gewalt und er sucht, ähnlich wie Michael Haneke damals beim Weißen Band, sucht er nach Formen, wie lernen wir schon in jungen Jahren Gewalt kennen? Wie wachsen wir auf? Ist Gewalt die Antwort? Gewalt erzeugt Gegengewalt und diese Konflikte, müssen die immer mit Gewalt gelöst werden und muss dieses Leid mit anderem Leid beantwortet werden. Also das ist ja eigentlich eine Frage. Und er ist ja auch viel zu klug, um jetzt irgendwie bewusst in irgendein Nest zu stecken, sondern ich glaube, es geht ihm eher darum, sag ich mal, um Frieden jetzt mal. Also ich finde, das hat man der Rede auch, oder so, das heißt Rede, das war glaube ich knapp eine Minute lang, wenn überhaupt, ne? Es war nicht mal ganz eine Minute. Ich fand, das hat man dieser Dankesrede ja auch angesehen, also dass es da um Frieden geht und dass dieser feine Grat, ich fand, den hat er nicht verlassen und darum war ich etwas überrascht, aber das ist auch interessant, weil das wird auch in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich aufgenommen. Die Diskussion ist zum Beispiel hier in Europa eine andere und auch eine erhitztere, habe ich das Gefühl, als in den USA zum Beispiel. Das ist mein Eindruck, wenn man so ein bisschen einen leichten Medienspiegel macht jetzt danach. Aber man hat es ja auch gesehen anhand der Reaktion im Publikum dort vor Ort im Dolby Theater. Die haben applaudiert auf diese Rede. Also man sieht schon, das ist ein anderes Publikum und es hängt von Land zu Land, ist das auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber das passiert gerade, diese Diskussion. Aber um da auch nochmal oder was ich auch noch sagen möchte dazu ist, diese Entmenschlichung, die er auf der Bühne angesprochen hat, die passiert übrigens auch ganz, ganz doll in den Medien. Weil wir in den Medien sehen wir natürlich nicht das ganze Bild, weil man es den Menschen gar nicht zumuten kann. Wir sehen Bilder von weit, wo was explodiert, wo mal was runtergeworfen wird, Hilfslieferungen runtergeworfen werden. Wir sehen das ganze Leid gar nicht, was auch ganz gut ist für die Psyche der meisten Menschen, glaube ich. Aber dort geschieht auch schon Entmenschlichung, dass man das Gefühl hat, man sieht ein Computerspiel, wo A und B kämpfen. Und das ist es. Und das ist es ja tatsächlich nicht. Und ich glaube, auch das spielt so ein bisschen bei diesem Wort Entmenschlichung rein, bei solchen Konflikten und solchen Kriegen. Ganz schwieriges Thema, was man zeigt und was man nicht zeigen sollte, auf jeden Fall. Ja, ja. Und wahnsinnig komplex. Und man merkt bei diesen Diskussionen, wie aufgeheizt und wie emotional diese Dialoge geführt werden. Und auch da, selbst in Israel, ist nur noch anscheinend zwei Meinungen gibt, die Wahrheit und die anscheinende Lüge. Und irgendwo liegt aber irgendwas, ich glaube, die Kommunikation, wie wir über etwas sprechen, wie wir zuhören und auch mal aushalten und darauf reagieren können. Wir müssen ja das nicht unterschreiben, aber wir sofort mit irgendwelchen Schleudern kommen und sagen, das ist antisemitisch oder das ist mir zu simpel. Also das ist mir...
Ist ja. es auch. Und weil wir haben den Dialog verlernt, tatsächlich. Ja. Das ist irgendwie. Absolut. Das ist echt schade. Das ist in den letzten Jahren auf jeden Fall verloren gegangen. Also ich merke das auch immer schon so im Familienkreis. Es ist schon alles wieder ein bisschen besser geworden. Ich komme aus Thüringen, also ich bin auch aus dem Ostdeutschland. Die drei Ossis hier. Ja, drei Ossis, na klar. auch da war die Diskussion teilweise zu Hause am Tisch immer mal sehr aufgeheizt. Und dann habe ich auch beobachtet, dass es ganz oft Missverständnisse gab. Ich habe etwas gesagt und es wurde mir widersprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hä? Das habe ich doch gerade gesagt. Also es wurde gar nicht mehr, was du gerade meintest, es wurde gar nicht mehr zugehört. Aber ich hoffe einfach, dass wir das irgendwann mal wieder lernen, also allgemein in unserer Gesellschaft, weil ansonsten laufen wir die ganze Zeit nur auf Eierschein. Dann egal, was du sagst, dann ist es eh immer richtig. Falsch. Ja. So, das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Aber nochmal ganz kurz, ich würde gerne nochmal von dir wissen, wie hast du dich denn auf die Rolle vorbereitet? Also hast du diesen Rudolf richtig studiert? Hast du seine Autobiografie gelesen? Oder wie nimmst du dich so einer Person an, die auch so schreckliche Taten einfach vollbracht hat? Ich habe gemerkt bei diesem Projekt, dass es nicht wichtig war, sich vorzubereiten wie sonst auf so eine Rolle, weil wir wollten keine Biografie drehen über diesen Menschen. Wir wollten ihn auch nicht irgendwie interessanter machen, als er war, sondern es ging uns wirklich um peu à peu die Situation dieses Alltags. Und da hatten wir, der Film wurde ja aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben dann. Und wir hatten dann, für mich war das gut, weil ich musste reiten lernen. Und ich hatte anderthalb Jahre Zeit, Gott. Reiten zu lernen. Wie leicht war es oder wie schwer war das? Das hat unglaublich Spaß gemacht. Und gerade in der Pandemie auf dem Pferd zu sitzen, auszureiten. Ja, stimmt. Ich habe mit einem ganz tollen Reitlehrer in Moritzburg mit einem, der schon bei Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich wollte gerade sagen, Moritzburgster Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Bist du durch den Schnee geritten? Ja. Ich bin durch Schnee geritten, ich bin alle Jahreszeiten durchgeritten. Schön. Das war wirklich toll. Und in dieser Zeit hatten wir auch ganz viele Zoom-Calls und haben uns immer unterhalten. Jonathan war es wichtig, Sandra und mich kennenzulernen, auch das Buch daraufhin nochmal zu modifizieren. Und wir haben eben ganz viel darüber gesprochen, wie ist die Dynamik dieses Paares, was wenn die in so einer Situation sind, wie könnte das sein und so. Und haben uns eher mit diesen Inspirationen aufgefüllt. Ich habe seine Stimme mir angehört beim den Nürnberger Prozessen, das kann man auf YouTube tun. Und man hört da aber die Stimme eines Gefangenen, nicht eines Kommandanten in seiner Hochzeit. Und ich habe mich aber gefragt, ob das nicht seine wahre Stimme war, in seinem Körper. Und dass das ein interessanter Kontrast sein könnte zu dem Gehabe mit der Uniform und diesem schrecklichen Haarschnitt so und diesem Machtgefühl, was er vielleicht hatte, und dieser Aufgabe, er hat das ja als Lebensaufgabe beschrieben. Also das fand ich interessant. Und da habe ich dann gesucht nach so einem Verhalten und habe mich der Figur eher äußerlich genähert, als jetzt wie sonst eben durch viel Material und Lesen vom Innen nach außen, war diesmal das ein bisschen andersrum. Mhm. Was so spannend ist an der Produktion auch, ist, dass ihr im Prinzip in einer Art, ich sage jetzt mal ganz salopp, in einer Art Big Brother House gelebt habt. Ne? Also das Haus wurde ja... Lächeln, ja. Ja, ist es denn so? Ist es denn so? Also es waren fest installierte Kameras. Ich glaube, nicht ausschließlich, ne? Oder waren es ausschließlich? Nee, kann nicht sein. Es gibt ja auch Fahrten und so. Oder waren die digital? I don't know. Aber, es gab auch Schienenfahrten sozusagen. Also, aber immer innerhalb eines festgelegten, installierten Mehrkamerasystems sozusagen. Okay. Also, und die Schienenfahrten waren sehr selten. Es gab wirklich wenige Szenen, wo auch wirklich so eine Schiene mit eingebaut ist oder wo wirklich der Kameramann hinter der Kamera stand. Sonst waren die alle eingerichtet und teilweise wie bei Big Brother versteckt, wo du sie nicht siehst. Teilweise hat man sie schon wahrgenommen. Es kam immer drauf an, wo spielt eine Szene. Und das Tolle an diesem System ist natürlich, dass du hast keine Unterbrechungen.
Du spielst durch, alle sind im gleichen Boot, alle haben die gleiche Anspannung und du hast manchmal, wir haben manchmal Szenen parallel gedreht in verschiedenen Räumen, du hast dann irgendwie die Leute im anderen Raum gehört und es hat sich echt angefühlt. Oder du konntest einfach aus dem Haus nach draußen gehen und wieder rein und ohne Unterbrechungen. So. Und das war wirklich faszinierend. Also ich habe das unglaublich geliebt. Ich musste nur so ein bisschen lächeln. Maurice, ich weiß nicht, wie viel ich von unserer Vergangenheit erzählen darf. Du darfst alles erzählen, nichts ist ein Geheimnis. Oh, jetzt kommt's. Jetzt werden die Geheimnisse ausgepackt. Mich wundert es, dass wir hatten nämlich mal so, ich weiß, was kommt. Wir hatten einen, Maurice und sein Bruder Marcel hatten ein Format gemacht beim offenen Kanal Magdeburg. Ich glaube, das hieß Big Fick, oder? Ja. Ist das so? Genau. Ja. Big Fick? Wie Fick? Das war inspiriert von Big Brother und es wurden so Leute im offenen Kanal mehr oder weniger für eine gewisse Zeit eingesperrt und dann beobachtet von verschiedenen Kameras und ich war Außenreporter des Ganzen und habe dann immer die Leute, die raus wir hatten eine Jugend im offenen Kanal, wo wir ich war eher so der Trash-Moderator aber auch nur durch Zufall bin ich da so reingeraten. Heute schäme ich mich und hoffe, dass alle Bänder im Giftschrank verschwunden sind. Du, der Marcel kann alles wieder Bruder auskramen. Mein Bruder hat letztens erst ein Interview rausgekramt, wo ich Kim Frank getroffen habe von Echt. Und das hat mich das hat mich auch sehr zurückgeholt in eine Zeit, die ich vergessen hatte. Und Marcel hat dort viele Nächte verbracht im offenen Kanal vor irgendwelchen Bandmaschinen. Christian, ich weiß nicht. ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich als sehr, sehr, ich muss da jetzt deswegen so lächeln, weil wir dieses Format da gemacht haben. Und das gerade, Big Brother war ja da gerade. Das war eine der ersten Staffeln, glaube ich. Das war die erste Staffel. Das war die Reaktion von uns darauf. Aber man muss dazu auch sagen, und das sage ich auch bis heute voller Stolz, so ein lokales Fernsehprogramm oder so ein offener Kanal ist die beste Schule, um erstmal reinzukommen in die Medien. Oder wie auch bei dir, Theater Jugendclub. Auch das sind Wege, wie man ganz basic so anfangen kann und sich so Wissen aufschaufeln kann. Und ich zehre bis heute davon tatsächlich. Also ist es nicht. Aber damals haben wir auch schon die fest installierten Kameras kennengelernt. Und um nochmal ganz kurz zu Zone of Interest dann zu kommen, weil ich das so spannend finde, weil im Prinzip wird ja in Zone of Interest dadurch eine Kameraästhetik verwendet oder ein Sehverhalten, das heute gut gelernt ist. Weil heute kennen viele, viele Menschen dieses, ich gucke ein Reality-Programm und da sind fest installierte Kameras, Menschen bewegen sich von einem Raum in den anderen und. Dann ist ja quasi der professionelle große Film jetzt ein Nutznießer von. Absolut. Und es ist auch klug gewählt, weil man den Figuren nicht folgt, sondern sie eigentlich observiert. Man guckt wie durch so ein Fenster eigentlich und hat deswegen eine Distanz und trotzdem erwischt man sich hoffentlich dabei, wo man denkt, ach krass, jetzt tut er mir fast leid oder jetzt verstehe ich ihn oder ach ja, so eine Situation kenne ich auch und das entsteht natürlich, du hast vollkommen recht, das wäre so nicht möglich gewesen es gab bestimmt früher auch Filme mit mehreren Kameras gleichzeitig, da waren ja viele innovative Filmemacher und Filmemacherinnen, aber diese Ästhetik jetzt und dass wir es so geschult sind, da hast du vollkommen recht, das ist jetzt erst möglich. Hat das denn Zeit eingespart auch? Also hat das dazu geführt, dass ihr die Szenen weniger gespielt habt sozusagen? Wir hatten, also wenn man normalerweise eine Szene wie zum Beispiel das Abendessen mit der Familie, da hätten wir einen ganzen Tag gedreht und da hatten wir halt 3 Stunden oder so. Und das ist schon, also du kannst natürlich dann auch Dinge komprimieren. Was schwierig dann ist im Editing-Prozess ist, dass du nicht einfach aus einer anderen Szene was nehmen kannst und mit einer anderen Szene verschneiden kannst, sondern du kannst eigentlich nur aus diesem, deswegen haben wir sehr viele Wiederholungen gemacht, weil Jonathan wollte sicher gehen, dass hier alles aus einem Guss ist oder so. Und wir haben auch manchmal, wurde gar nicht Cut gerufen, dann haben wir eine Stunde lang improvisiert und haben selber entschieden, nochmal neu anzufangen oder einen anderen Moment zu nehmen. Und somit hatten wir die totale Freiheit auch zu gucken, unseren Impulsen
im Impulsen zu, ich merke, dass ich sehr viele Interviews auf Englisch gemacht habe. Manchmal so, ich fand das früher bei Leuten, die aus England kamen und eigentlich Deutsche sind und die dann so sagten, ach, wie sagt ihr nochmal, wie ist das nochmal? Ja. Dachte ich immer, mein wie Gott, die sind so abgehoben. Genau, und jetzt merke ich, dass ich manchmal auch dass du die Worte suchst so auf Deutsch. Englisch auf Deutsch suche. Ja, wir appreciaten das aber voll. Ja, das ist great und ich meine, mein Gott, wir leben ja in so einer denglischen Denglisch, Welt. Ja. Ja. Aber das war ganz toll, diese Freiheit und auch, dass man zum Beispiel auch mal einfach nur da ist. Man liegt irgendwo, man guckt und man wartet und darf auch langweilig sein, was für uns ja als Schauspielende schwierig ist. Wir wollen ja immer das Beste geben und intensiv sein und so. Aber da hat Zeit uns manchmal auch geholfen. Aber es war trotzdem alles in allem nie ein ganzer Drehtag. So. Ja. Verstehe. Mehr Wiederholungen, aber kürzere Wiederholungen in dem Fall. Also ich finde das auf jeden Fall, ich finde das total spannend, weil ich glaube, dass das auch Nachahmer finden wird, also Nachahmerfilme finden wird, die so produzieren werden. Und da wird einiges, glaube ich, in die Richtung kommen. Also jetzt nicht unbedingt dieselbe Ästhetik wählend, aber auf jeden Fall von der Technik her, von der Produktionstechnik her, wird, glaube ich, einiges in diese Richtung gehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und da ist es ja besonders wichtig, dass man auch gute Kollegen hat, ne, mit denen man dann matcht. Weil gerade wenn man so improvisieren muss und so, da stelle ich mir total schwierig vor, wenn man da dann einen Gegenpart hat, mit dem es überhaupt nicht so richtig, wo die Chemie nicht so richtig stimmt. Wie hat dir da die Sandra auch geholfen? Auch wenn ihr euch persönlich kennt und befreundet seid, hilft das ja wahrscheinlich. Ja, absolut. Sandra ist ja eine Ausnahmeschauspielerin, das hat man jetzt auch gemerkt. Die Welt hat es jetzt auch gemerkt. Und Sandra ist für mich auch eine Inspiration gewesen, wie sie als Schauspielerin erstmal Grenzen setzt und innerhalb dieser Grenzen unglaublich frei ist. So. Und das muss ich auch noch lernen. Ich bin manchmal wie so ein Fisch im Wasser, der einfach sich fließen lässt und guckt, was passiert. Und das ist manchmal ein bisschen zu, das ist manchmal grenzenlos. Und das ist manchmal nicht gut, sozusagen. Also tut einem selber nicht gut und ist manchmal verwischt gewisse Dinge. Und Sandra hat da schon, also da habe ich schon von ihrem Zusammenspiel sehr viel gelernt. Wir haben aber auch oft mit Laien zusammengearbeitet. Ich hatte zum Beispiel Szenen mit einem wirklichen Arzt, einem Professor des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin, der zum ersten Mal vor der Kamera stand. Und es war aber Jonathan wichtig, dass es ein wirklicher Arzt ist, der in der Szene ist. Und der hat mit mir auch improvisiert. Und das war manchmal auch sehr süß, weil das war kein Schauspiel sozusagen. Und darauf zu reagieren in einer Rolle, das war manchmal schwierig. Das ist ja fast dokumentarisch eigentlich. Absolut. Und danach hat er gesucht. Er hat eben nach diesen Momenten gesucht. Aber du merkst dann schon, es ist eben dann doch Schauspiel. Und unsere Aufgabe ist ja, es so zu machen, dass es so echt wie möglich wirkt. Das ist ja die, finde ich, die Schauspielkunst sozusagen, wenn man davon sprechen möchte. Und ich finde immer diesen Ansatzpunkt des Dokumentarischen, dann sollte man eine Dokumentation machen, aber er hat eben möglichst nach diesem Dokumentarischen, ich hatte auch eine Szene mit einem alten Bundeswehroffizier und das hat aber nicht funktioniert, weil er hat abends, es war eine Nachtdreh, er hat immer den Text vergessen und stand vor mir mit leeren Augen. Nein. Und dann kam da nichts und dann merkte ich, wenn nichts kommt, kann ich auch nicht sagen und dann mache ich halt weiter oder mache irgendwas. Und das ist, aber es war natürlich toll. Du merkst den Leuten natürlich an, einem Bundeswehroffizier, der jahrelang Soldat war, der hat eine Körperlichkeit, der hat eine Aura, die kannst du gar nicht erspielen. Die spürst du dann auch. Und manchmal reicht es auch, so solche Menschen da zu haben. Oder es gab auch, also davon gab es einige Beispiele und das war manchmal auch interessant. Aber mit Sandra war es wirklich es war so toll, weil wir beide nicht die Ambition hatten, die Szenen jetzt irgendwie, jetzt ziehen wir uns die Szene an uns und jetzt machen wir da, sondern wir haben uns zugehört, wir waren neugierig, wir haben variiert, wir sind auch gescheitert und das war aber alles mit großem Vertrauensverhältnis mit Jonathan wirklich total auf Augenhöhe und toll und inspirierend für mich auch als Partner.
Also es sieht auch alles, es sieht auch einfach toll aus. The Zone of Interest, müssen wir jetzt mal sagen, ist seit anderthalb Wochen in den deutschen Kinos. Absolut sehenswert. Und es ist jetzt nicht der Film, wo man rausgeht und danach Yeah schreit. Aber ich muss sagen, war bei Dune 2 auch nicht. Also Odin, wollte ich mir... Würdest du nicht empfehlen? Doch, um Himmels Willen. Doch. Oh Gott, Julia ist schon genervt, weil ich seit Wochen seit Tagen... Du meinst, weil es ein bisschen bedrückend ist. Weil es extrem also, bedrückend weil es, ist. Also es fördert nicht die gute Laune, richtig, wolltest du damit es sagen. Fördert ja. nicht okay. die gute Laune. Dune 2 ist, Christian, ist ein absolutes Muss. Wenn es geht, such dir den größten Kinosaal, den du finden kannst, mit der größten Leinwand ever. Los Angeles ins IMAX im Chinese Theater gehen. Ich war aber so müde und ich dachte mir, das kann ich dem Film nicht. Ich freue mich so seit Monaten auf den Film. Zu Recht. Und ich kann das dem Film nicht antun, aber ich will es in einem Riesenkino mir auf jeden Fall angucken. Ja, absolut, es ist genau die richtige Herangehensweise. Als ich so die Kinoauswahl sah, dachte ich mir so, in Köln, Cinedome hat auch eine riesen Leinwand. Kino 4. Und dann dachte ich so, hä, Kino 6 ist doch so klein. Nee, da gehe ich nicht rein. Das habe ich nicht gemacht. Nee, darum dementsprechend. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen in deine Zukunft schauen. Da gibt es eine Schlagzeile, die Julia Krüger sehr, sehr freut. Und darum überlasse ich diese Frage Julia. Also, Christian, erzähl doch mal. Du bist ja schon am nächsten Projekt dran. Und zwar hast du in Thailand gerade erst gedreht. Und zwar für The White Lotus Staffel 3. Und ich bin ein großer Fan von Staffel 1 und 2 und deshalb freue ich mich natürlich auch auf Staffel 3. Und ich finde es mega cool, dass du dabei bist. Wie ist das denn zustande gekommen? Warst du beim klassischen Casting oder wie läuft das bei so einer internationalen Produktion? Ich hatte so ein E-Casting sozusagen tatsächlich und ich wusste nicht, man weiß immer nicht, was die Dimension der Rolle ist, was das für, man kriegt nur zwei Szenen, die spielt man dann, man hat, packt ein bisschen Fantasie rein, man denkt, man kriegt schon so ein Gespür dafür. Und dann hat es aber sofort geklappt und dann... Auf Englisch? Hast du auf Englisch das E-Casting gemacht? Auf Englisch, genau. Mhm. Okay, ja, das ist und dann habe ich den Mike White kennengelernt und bei auch Mike White war es wichtig, die Leute kennenzulernen, die dann besetzt werden und dann endet er die Bücher auch nochmal für die Leute oder passt sie dann an. Und jetzt hatte ich schon 7 Drehtage in Thailand und das war unglaublich aufregend. Ich darf nichts darüber erzählen. Das ist uns leider klar. Wir wollten es trotzdem versuchen. Sieben Drehtage. Das bedeutet ja, das, so ist es ja meistens, dass man da nichts an darf. Aber 7 Drehtage, das deutet ja schon darauf hin, dass deine Rolle jetzt nicht nur 2 Sätze hat. Das ist richtig, Julia. Mhm. Gut, dann wissen wir das schon mal. Es ist also, du hast schon eine tragendere Rolle. Also ich sag mal so, es ist keine dieser absoluten Hauptrollen. Aber es ist bei White Lotus, das ist ja das Tolle an der Serie, jede Rolle hat... Wollte eine kleine Geschichte. Jede Rolle bleibt dir, du erinnerst dich an dieses tolle Ensemble. Wir haben jetzt hier natürlich nochmal gesteigert, das hat man ja schon in der Presse entnehmen können, ein riesen Cast. So und aber so tolle Kollegen, Kolleginnen, manchmal muss ich mich kneifen, weil ich so denke, wow, sitze jetzt in der Garderobe mit Carrie Coon und Walton Goggins und Michelle Monaghan und irgendwie, um nur einige zu nennen, das ist irgendwie alles ziemlich crazy. So. Absolut. Und da auch auf Englisch zu drehen, ich habe jetzt schon oft mit englischsprachigen Teams gearbeitet, aber selten wirklich Englisch gesprochen. Zuletzt habe ich bei einem wunderbaren Kurzfilm von Jonathan Berlin Englisch gesprochen, aber hier jetzt wirklich auf Englisch zu spielen, das ist für mich auch richtig Neuland. So. Und das finde ich ganz, ganz toll. Aber also, war es schwer für dich auf Englisch zu drehen, wenn es nicht die Muttersprache ist? Na, ich sag mal so, flexibel bin ich jetzt noch. Also die Amis, die zu beobachten, wie die spielen, das ist zum Beispiel ganz toll, wie die mit der Sprache arbeiten und dass die manchmal Füllwörter oder Improvisationen, leichte Improvisationen mit reinnehmen, um in die richtige Emotion zu kommen, in die richtige Intensität zu kommen. Ich glaube, das ist etwas, das kannst du als Muttersprachler einfach sehr, sehr gut und das kann ich jetzt nicht. Aber meine Rolle, die ich dort habe, braucht es, glaube ich, auch nicht.
Und ganz oft wird ja dann genau auch das gesucht, dass jemand gesucht wird, der kein Muttersprachler ist. Und das ist ja das Schöne übrigens, finde ich, und darum empfehle ich es auch oft, Menschenfilme im Original zu sehen. Filme im Original, gerade aus dem Englischen, spielen ja viel mehr mit Dialekt, mit Menschen, die Englisch sprechen, es aber nicht deren Muttersprache ist. Und das macht ja auch ganz viel mit so einem Charakter. Und das finde ich, das ist toll. Ich kann mir bei White Lotus, bei den ersten beiden Staffeln, überhaupt nicht vorstellen, das synchronisiert zu gucken. Also allein die wunderbare, ich sage wahrscheinlich den Namen falsch, Coolidge ist ja die andere Schauspielerin. Jennifer Coolidge. Wie die arbeitet mit ihrer Stimme. Ja, die ist geil. The Square Cat in a Fair. Ja, es ist einfach genial. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das synchronisiert. Wir haben tolle Synchronsprecher und Sprecherinnen. Und man muss auch wirklich sagen, viele Filme sind extrem gut synchronisiert. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Maurice, man muss eigentlich alles im Original gucken. Man muss es, weil das ist, die Stimme ist, das gehört zu uns dazu und das ist auch ein Ausdrucksmittel und wir sind zu bequem. In anderen Ländern ist das gang und gäbe, mit Untertiteln oder im Original die Filme zu gucken. Und ich habe jetzt durch diese Promotour, ich habe so viele Filme im Original geguckt, auch manchmal ohne Untertitel, und ich habe immer mehr gemerkt, wie toll das ist. Also, ja. Haben wir demnächst übrigens auch eine tolle Gästin zu Gast, die darüber spricht, eine Synchronschauspielerin aus München. Verraten wir dann, aber wird demnächst auch Thema sein hier bei uns. Also nehmen wir auf jeden Fall damit dann auch mit rein in die Runde. Ich finde es halt nur so schade, das kann man schon sagen. Jennifer Coolidge wird nicht dabei sein, soweit ich weiß, weil sie ist in der letzten Staffel ja der Charakter ja von uns gegangen. Dementsprechend sehr, sehr schade, aber. Um noch mal die und wir Dimension. Gucken so Christian an und gucken, ob wir irgendwas aus seinem Gesicht rauslesen können. Vielleicht ist sie ja doch nicht tot. Aber sie hat ja auch schon, im Interview gesagt, wie traurig sie ist und dass sie, ja. Sie ist so traurig, dass sie dich nicht treffen kann am Set. Das ist nämlich die Wahrheit. So sieht's aus. Aber wann kommt denn das eigentlich? Das kommt nächstes Jahr erst, ne? Oder? Nächstes Jahr, ja. Das ist noch so lange hin, schade. Aber wir drehen, glaube ich, bis Ende Juli. Aber wenn es mal siehst, Julia, das dauert nur ein Jahr, bis White Lotus kommt. Ich glaube, 2018 wurde The Zone of Interest zum ersten Mal vorgestellt als Projekt, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es die ersten Veröffentlichungen, dass das geplant wird, gedreht zu werden. Überlegen wir, jetzt haben wir 2024 und jetzt ist ich es im Kino. Ich habe Ende 2019 Jonathan getroffen. Also da habe ich sozusagen, und dann kam natürlich hier diese Corona-Kacke und dann, krass, wie sich das hinzieht, ne? Fünf Jahre. Ist wirklich irre. Das hat dann wann kam denn die zweite Staffel raus von The White Lotus? Das war 2023, ne? Letztes Jahr. Ja, also es dauert dann echt 2 Jahre, bis die nächste Staffel kommt. Und lange, also du drehst noch bis Sommer, also wann musst du das nächste Mal nach Thailand? Ich muss Ende März wieder zurück mein Glück war ja der Schauspielerstreik, weil die Serie sollte ja eigentlich schon viel früher gedreht werden. Und dann kam der Schauspielerstreik und dann hat sich das alles verschoben. Und das war eigentlich mein Glück. So, sonst wäre ich jetzt nicht dabei. Warum? Weil dann hätte das wer anders gespielt, sozusagen. Also weil du keine Zeit hattest, oder? Naja, weil ich da vielleicht noch nicht den Leuten aufgefallen bin, ich glaube schon, dass das Zone of Interest und die Aufmerksamkeit in Amerika gerade durchaus auch ein Türöffner für diese Serie waren. Naja. Toll. Okay, und da kommt bestimmt noch ganz viel. Also ich bin schon ganz gespannt, was da noch so kommt. Freue mich richtig drauf, deinen Werdegang jetzt noch weiter zu beobachten. Also ich freue mich auf mehr, auf mehr Variety-Shootings. Du, auf The Dune 3. Ich freue mich mehr auf Variety-Shootings von Christian. Und ich muss sagen, ich bin ja ein unfassbar schlechter Schauspieler. Das ist weltweit bekannt. Mich wird niemals jemand fragen für irgendwas. Und das ist auch okay so und richtig so. Schön, dass du es einsiehst mittlerweile. Ja, früher, ich weiß, ich bin ganz schlecht. Ich gucke dementsprechend immer sehr respektvoll und sehr aufregend
richtig zu Menschen, die toll schauspielern wie du, Christian. Aber es gibt eine Sache, die ich auch unbedingt mal in meinem Leben machen möchte. Aber dafür muss ich leider ein Schauspieler sein. Ich möchte einmal in die E-Entertainment Channel Photo Booth Box auf einem Red Carpet gehen, wie du jetzt drinne warst. Das ist einfach, das, ich bilde mir ein, dass ich das ganz toll machen würde. Meinst du diese Slow Motion? Ja, diese Slow Motion Videos, wo man dann so post und dann fliegt so die Kamera so ein paar Meter oder ein, zwei Meter an dich ran. Ja, und dann, ja. Und dann denkst du dir so, boah, geil, ich kann das noch besser als Kylie Jenner. Und du hast das gemacht, Christian. Und darum toll. Ja. Das war so, das war ehrlich gesagt auch ein Wunsch von mir, sozusagen. Und, und ich stand dann da und dann wurde es wirklich, und der berühmte, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der Fotograf, der es immer macht. Mit den langen Locken, ne? Ja, genau. Mit den langen Locken, der stand dann neben mir und hat mich gefragt, was würdest du denn machen und so. Und dann haben wir erstmal was probiert. Dann hatte ich erst so eine etwas steife 360-Grad-Drehung. Das hat irgendwie nicht. Und dann sagt er, mach doch eine halbe Drehung. Und dann sagte ich, ja, eine super Idee. Und dann haben wir das gemacht. Und das ist ja wirklich, das Video ist so cool geworden. Ja. Das, ja. Also das ist irgendwie Hollywood. Ja, also ja, wenn ich morgens manchmal aufstehe und mich reindrehe, sehe ich längst nicht so cool aus wie bei dem Video. Es geht auch ums innere Gefühl. Wenn du es fühlst, Christian, morgens, wenn du dich so rumschwingst, dann ist es auch die Realität. So fühlen wir uns doch alle früh morgens. Also in dem Sinne danken wir dir unwirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, wirklich mit übernächtigten Körper hier bei uns zu sitzen. Aber man sieht es dir und hört es dir absolut nicht an. Dankeschön. Nee, und wir drücken dir die Daumen, dass du jetzt nicht aus Versehen einratzt, weil ansonsten ist nämlich ist alles vorbei. Ne? Dann hast du richtig Jetlag. Und ich habe nämlich Vorstellungen morgen und eine sehr anstrengende Vorstellung, die ich seit Weihnachten nicht gespielt habe. Und ach, du spielst morgen Theater. Ja, genau. Oh. Ich muss wieder zurück in die Realität, auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Ja. Das ist hart. Ist hart. Stell mal, wenn du richtig Jetlag kriegst, ist das richtig hart, ne? Morgen Abend dann, oder wann? Ja, genau. Und das ist eben so ein Stück, wo du auch wirklich sehr konzentriert sein musst, weil der Text einfach extrem schwer ist. Und es ist auch noch ein Soloabend. Also es ist irgendwie alles. Ich weiß nicht, wer das irgendwie geplant zugesagt hat. Leider ich, aber gut. Naja. Wir senden dir starke Nerven, gutes Gelingen, viel Erfolg. Und wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und danke, danke, danke für deine Zeit. War richtig schön. Danke euch, das war sehr schön. Dankeschön. Tschüss. Ich finde es beeindruckend, wie bodenständig Christian ist. Das ist ja was in Deutschland immer ganz wichtig ist. Leute lieben es, wenn Menschen, die erfolgreich sind, bodenständig sind. Aber hier muss man nochmal ganz klar sagen, vor 3 Tagen oder vor 4 Tagen jetzt inzwischen, saß Christian ein paar Reihen hinter Ryan Gosling, als der seinen Barbie-Song performt hat. Er hat mit Emma Stone hat mit ihm über seinen Film gesprochen, kurz nachdem sie weinend auf der Bühne, ich nehme an, es war danach, vielleicht war es auch davor, aber in meiner Welt war es danach, den Preis entgegengenommen hat, weinend, hat danach mit Christian gesprochen. Das ist eine ganz, ganz andere Welt, aus der Christian gerade kommt. Er kommt zurück nach Deutschland und dann sagt er, alles wieder wie immer, mein Alltag und alles cool. Und morgen Theater spielen. Morgen Theater spielen. Ich finde das total beeindruckend und umso mehr weiß ich das zu schätzen, dass er sich die Zeit genommen hat, muss man sagen, eine Stunde mit uns hier, fast eine Stunde zu quatschen über all das, was in seinem Leben in den letzten 2 Jahren passiert ist. Das finde ich beeindruckend an der Stelle. Auch wenn ich es gerade vor einer halben Minute nochmal gesagt habe, Dankeschön, es war wirklich toll. Und wie war ein immer, schönes Julia, Gespräch, wir hätten das wieder eine Stunde länger machen können. Ich weiß nicht, was ich hätte noch 1000 Fragen gehabt. Ja. Aber es ist auch schön, wenn wir das alles ein bisschen komprimierter machen. Und an euch natürlich nochmal, geht ins Kino, guckt The Zone of Interest. Es ist wirklich ein toller Film, den man wirklich gesehen haben muss, weil es einfach eine andere Erzählweise hat, weil es sowas Besonderes hat, was Christian uns ja eben auch alles geschildert hat, die Art und Weise, wie es produziert wurde, ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und die Leute, die uns hier zuhören, ihr seid ja alle Medien interessiert. Von daher ist das auf jeden Fall auch von uns eine ganz große Empfehlung. Und wusstest du eigentlich, Maurice, dass Emma Stone war eine der ersten Schauspielerinnen, die ich jemals interviewt habe? Ach so. Also was wusstest du das? Nee, du für triffst, The Help. Da triffst du, Julianne Moore im Bademantel, im Fahrstuhl oder irgendwie so, oder im Kino. Im Soho-Haus. Im Soho-Haus, dann Emma Stone. Nee, wusste ich nicht. Wusstest du nicht?
Also ganz, die fand ich ganz toll damals. Weil war schön. Ja, To the Help, auch ein ganz toller Film. Naja, gut, wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben. Ich habe die auch schon mal getroffen. Ja. So, ihr könnt uns übrigens auch helfen, ganz klar, wenn es euch gefallen hat, einfach weiter sagen, euren Freunden diesen Podcast empfehlen, uns bewerten, gerne 5 Sterne. Mhm. Geht überall da, wo ihr uns gerade hört. Und nicht vergessen, ihr werdet immer über alles, was diesen Podcast betrifft, auf dem Laufen gehalten. Und zwar auf unserer Instagram-Seite. Die heißt In kleiner Runde. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne restliche Woche und ein schönes Wochenende. Wünsche ich euch auch. Bis nächste Woche. Tschüss.